wie löse ich lineare Ungleichungen per Fallunterscheidung? Hier eben eine Parameterdarstellung einer Ungleichung mit dem Parameter eben a, der für jede beliebige Zahl steht. Zunächst mal müssen wir hier natürlich diese Ungleichung umformen, sodass alle x auf einer Seite stehen. Das bedeutet ja nichts anderes eben, dass ich hier ax habe, das 4 mit Subtraktion eben auf die linke Seite bringen, minus 4x, und das soll größer als 3 sein. Im nächsten Schritt kann ich dann hier noch das x herausheben, dann bleibt x, Klammer, also x mal Klammer a minus 4, Klammer zu, ist größer als 3. Hier jetzt entstehen eben Möglichkeiten in der Klammer, die immer etwas anders dargestellt sind, weil ja das Ganze vom Parameter a abhängt. Das heißt, ich muss hier eben Fallunterscheidungen machen. Was passiert, wenn das a so groß ist, dass der Klammerausdruck positiv wird? Das wäre mein erster Fall eben. Und zwar, wenn a größer 0 ist im Prinzip, beziehungsweise nicht a, sondern dieser Klammerausdruck ist dann größer 0, also a minus 4 ist größer 0. Das passiert ja dann, wenn a eben größer als 4 ist. Kann ich als Lösung dann auch schon herschreiben, a größer 4. Dann wird mein Klammerausdruck größer 0 und ich erhalte dann eigentlich in weiterer Folge eine Lösung für x größer 3 und bringe jetzt eben diesen Klammerausdruck rüber auf die rechte Seite, indem ich es dividiere, a minus 4. Das ist meine Lösung eben für diese lineare Ungleichung vom ersten Fall, wenn a eben a minus 4 größer 0 ist und, oder a eben größer als 4 ist. Als Lösung kann ich hier eben angehen für den ersten Fall L1. Gilt natürlich für alle x-Element r und x muss eben größer 3 durch a minus 4 sein. Das wäre meine Lösung vom ersten Fall. Der zweite Fall ist, was passiert, wenn in der Klammer ein Nullwert entsteht, sprich, wenn in der Klammer genau 0 herauskommt. Das heißt, wenn a minus 4 genau 0 ist. Ja, das ist wann der Fall? Wenn natürlich a gleich 4 ist. Dann erhalte ich in der Klammer den Wert 0. Was bedeutet das jetzt eben für dieses Beispiel? Dann muss ich eben anschreiben x mal 0, weil wenn der Klammerausdruck 0 ist, ist es 0 größer 3. Somit ist 0 größer 3 und das ist ja keine Lösung. Somit wäre die Lösung 2 eben für den zweiten Fall die leere Menge. Ja? Der dritte Fall entsteht dann, wenn der Klammerausdruck kleiner 0 ist, also a minus 4 kleiner 0. Das ist unser dritter Fall bei diesem Beispiel eben. Bedeutet ja nichts anderes, ist dann eben, wenn a kleiner 4 ist. Konkret eben auch wieder umgestellt jetzt hier nach x, wie beim ersten Fall. Das heißt, ich setze eigentlich nur ein x kleiner 3 durch und den Klammerausdruck bringe ich auf die andere Seite eben durch Division. X kleiner 3 durch a minus 4 als Lösung für den dritten Fall dann eben erhalte ich x Element r, für die gilt eben, dass x kleiner 3 durch a minus 4 ist. Diese ganzen Lösungen kannst du natürlich auch grafisch darstellen. Ist kein Thema dann, wenn du eben ja nicht mit a arbeitest, sondern sagen wir hier eben ein Wert drin ist, kannst du genauso mit die Fälle eins an anderen abarbeiten und erhältst dann eben als Gesamtlösung immer den Durchschnitt aller Einzellösungen.